So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Cobra von Games4GamerTV. Wir spielen heute wieder eine Runde Battlefield 4. Und was machen wir natürlich? Uns fehlen noch ein paar Pistolenkills. Um genau zu sein, sind es noch 69 Pistolenkills, die mir fehlen. Und ich werde das Ganze jetzt anfangen mit der 44er Magnum. Kleine Infos zur 44er Magnum. Der Minimalschaden bei der 44er Magnum beträgt 37,5, Maximalschaden 56. Feuerrate 150 Kugeln haut das Ding pro Minute raus. Ist nicht gerade viel, wenn man sich mal so die Werte anderer Pistolen anschaut. Die Rex ist da, glaube ich, auch noch eine Nummer besser oder eine Nummer höher in den Werten angelegt. Aber wir versuchen das jetzt ganz einfach mal mit der 44er Magnum. Im Modus Team Deathmatch, wie immer natürlich. Und jetzt natürlich erstmal sehen, dass wir hier irgendwen von diesen Heindaddels finden. Da kommt auch schon der Erste. Oh, der wollte nicht. So, da hat er ihn aber doch gekriegt. So, jetzt kommen wir hin, der Nächste. Na, nicht nachladen. Mist. Oh, kriegen wir noch gemessert. Jawoll. Noch über ihn rüber gesprungen, wie der Delfin. Und jetzt geht's weiter. Das fängt ja schon mal gut an. War zwar kein Pistolenkill, aber ich musste mich ja irgendwie verteidigen. Deswegen konnte das Messer natürlich auch mal gezuckt werden. So, klar. Der wollte nicht einstecken. Der hat die Kugeln gefressen. Der hat die Kugeln so gefressen. Der wollte nicht ganz. Habe ich jetzt zwar nicht verstanden. Entweder hat er eine kugelsichere Weste angehabt oder... Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall hat er das Ding gefressen. Ich weiß nicht, ob es an der 44er lag. Und der hat anscheinend auch eine kugelsichere Weste und frisst die Kugeln wie blöd. Achso, da lag ja noch einer. Bumm. Hast gesagt, du kannst da warten, wa? Nix ist mit warten. So, einer von uns. Wollen wir nicht draufschießen. Hier fliegen schon die Claymores einmal um die Ohren. Oh, stehe ich hier falsch? Kommt das Feuer von da? Nein, es kommt nicht von da. Also weiter im Text jetzt hier. Und zusehen, dass wir noch 69 Kills hinkriegen. Wo ich das für sehr unrealistisch halte. Zack. Auch gleich für ihn zum Schlucken. Wieso haben wir die Führung verloren? Na gut, ich spiele keine Geige, wir wollen eh nur Pistolenkills haben. Deswegen kann es uns mit der Führung erstmal egal sein. Wäre natürlich nett, wenn wir das Ding noch gewinnen würden. Das hätte natürlich noch einen positiven Nebeneffekt. So, wenn man hier keinen findet. Nein. Und ich habe mir auf die 44er Magnum, ihr habt es schon gesehen, ich habe mir da dieses Rotpunktvisier draufgepackt. Ich finde es gar nicht so schlecht. Manche würden natürlich sagen, oh, mit Kim und Korn oder mit dem Ghost Ring mag das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren. Aber das Ding, ich meine, da sind wir ja flexibel. Ich kann das Ding ja wechseln, wie ich möchte. Ich kann das ja noch gleich noch zum Ghost Ring machen, um mal zu schauen, ob ich damit dann besser klarkomme als mit dem... Ja, Rotpunktvisier. Aber ich denke, das Rotpunktvisier macht hier schon ganz gute Dienste. So, und jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir hier immer einen Gegner kommen. Ist auch zum Positiven, dass wir jetzt... Ei! Was ist denn los? Sterben wir heute nicht hier? Zack, aber er. Habe ich ihn auch noch erwischt? Nein. Eigentlich hätte ich ihn erwischen müssen. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier los ist. Obwohl, ja, doch, zählt als Kill. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, 44er Magnum mit Maximalschaden von 56 ist nicht so viel. Wie gesagt, da kann man dann noch mal ein bisschen brauchen. Obwohl, wir spielen gerade Modus Hardcore. Eigentlich sollen die umfallen, wie die fliegen. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt hier gerade los ist. Also lecken tut es auf jeden Fall nicht. Na, kriege ich den nicht? Ja doch, wie viel Schuss hast du denn gehabt, mein Freund? Ah, kommt mal eine Granate hin, komm schon. Eine Granate für ihn. Ja genau, geh du mal vor. Na, kriegen wir den nicht? Oh, Magazin raushauen, oder? Hauen wir das Magazin einfach mal da hinten rein. Oder wir rennen hinten rein. Ich glaube, er hat ihn jetzt schon erwischt, der Kollege. Klack, da hat er sie rüber hingehalten. Nein, und von da oben gab es natürlich gleich wieder... Extreme Schuss. Da beitreten. Warum beliebst du mich hier wieder? Ich verstehe das nicht. Nein! Und da hängt ein Sniper auch noch in der Ecke. Auf dem Flugzeugträger auch noch ein Sniper. Mensch, ich kriege ja schon Sprachprobleme bei dieser ganzen Pistolengeschichte hier. Auf dem Flugzeugträger snipern wollte ich sagen. Das passt natürlich wieder. Da sitzen sie dann in der Ecke und warten, bis jemand kommt. Und das auch noch im Modus Team Deathmatch. Also das sollte man nicht machen. So. Kommt jetzt hier auch gleich der Nächste um die Ecke. Kommt schon. Wo seid ihr? Ne, hier Sackgasse. Hier wollen wir nicht lang.
Verdammte Scheiße, ja, wo seid ihr denn? Mann, hat die Rückstoß. Jo, ich kann wieder gar nichts. Das war doch, wollte ich doch gerade sagen, das war doch Teambeschuss. Auch noch mit der Kompakt 45 von hinten, mein Freund. Was machst du? Was machst du? Wieso tust du so? So, und wir liegen natürlich, ja, was heißt natürlich, wir liegen zurück. Und das ist natürlich, gut, ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, hier 69 Pistolenkills zu machen. Auch wenn ich das Ganze in dieser Runde nicht schaffe, gehe ich doch davon aus, dass man das in den nächsten, ja, weiß ich nicht, 120 Runden schaffen sollte. So, was liegen die denn da oben den ganzen Tag? Lebt der noch? So, jetzt nicht mehr. Ja, es war klar. Es war klar, da setzt man sich dahin und dann kommt er gleich von hinten. Mit der G36C. So, nun weiter eben hier, Text. Komm. Wir haben nicht viel Zeit. Wir essen zeitig. Komm. So, komm. Da wir jetzt ja wissen, dass wir da alle liegen, können wir uns ja eigentlich. Ja. Können wir uns eigentlich ein bisschen vorsichtiger ranwagen, oder? Vielleicht geht das Ganze am Liegen besser. Wollen wir mal gucken. Ne, im Liegen drückt das Ding genauso zurück. Oh nee, ich habe ihn doch getroffen. Ich hätte da direkt mal auf die Rübe schießen sollen. Da standen zwei Stück von denen auch noch. So, mal kurz gucken, auf der Liste, wie viele Kills habe ich schon? 11 Stück, so. Bleiben dann natürlich nur noch 58 Kills. Nein, hier geht man natürlich auch dementsprechend drauf, weil die anderen natürlich nicht nur die Pistole benutzen, sondern natürlich auch alle anderen Waffen. Deswegen ist das so eine kleine Herausforderung hier, eigentlich nur mit den Pistolen zu spielen und dann auch noch mit der Magnum. Aber egal, nächstes Mal werde ich wahrscheinlich die Rex nehmen und mal gucken. So, den habe ich auf jeden Fall erwischt. Kopftrefferbonus 125 für mich. So, jeder Kill für die Statistik. Das ist gut. Doch, da waren es nur noch 57. Wollen wir uns mal hier über rechts schleichen? Kriegen wir den noch? Na, will er nicht fallen oder was? Er wollte nicht fallen. Delta-Rotpunkt-Visier. Ne, den wollten wir wollten die eigentlich gleich mal wechseln. Na Mensch, hier aber jetzt. Na, was ist denn hier los? Oh, da muss er gerade nachladen. Hätte ich sowieso nicht geschafft. Drei Leute auf einmal, keine Chance. Die gute alte Silent Warrior hat mich da weggemacht mit der M416. Da ist er natürlich ganz klar im Vorteil, muss man natürlich sagen. Dass man da so schnell mit der Magnum nicht gegen ankommt. Generell gegen irgendwelche Sturmgewehre oder LMGs. Sieht es dann mit den Handfeuerwaffen doch eher mau aus. Außer man erwischt zuerst von hinten, von der Seite. Aber von vorne direkt auf Augenhöhe wird das wohl nicht so schnell funktionieren. Wo renne ich jetzt eigentlich schon wieder hin? Bin ich in der richtigen Richtung hier? Ich habe immer das Gefühl, als wenn sie mich immer umlaufen, die Jungs. Na, wo denn? Sag mal. Bleibst du mal stehen? Ist er tot? Ja. Er ist tot. Wo piept das denn hier? Hat man euch schon wiederbelebt? Ich habe immer das Gefühl, als würde ich hier in die falsche Richtung laufen. Kommt hier keiner mehr? Gehen wir mal eine Runde nach unten. Hier muss man die Gegner suchen, das ist schon wie an Ostern, aber Ostern ist doch eigentlich schon längst vorbei. Nein, ja, da uns doch trotzdem erwischt, das mit dem um die Mauer lehnen lohnt sich ja eigentlich gar nicht. Ihr habt es gesehen, man muss sich da schon ein Stückchen nach links an die Ecke stellen und kaum zielt man drum, wird man trotzdem wahrscheinlich so, wird einem trotzdem so der Ellbogen weggeschossen.
Ja, und somit hat das mit dem um die Ecke liegen keinen Sinn. Vielleicht stand ich auch etwas zu weit links, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Eigentlich hätten sie mich so nicht treffen können. Naja, was soll's, wie auch immer. Wir wollen immer noch ein paar Pistolenkills. Da oben liegt da einer. So, der lag da. So, auch für dich. Der Silent Crow WH7 musste da auch böse einstecken. So, da könnte ich so von hinten kriegen. Komm her. Zwei Stück, komm her. Die sehen mich sowieso nicht. Zack, erwischt. So, ihn natürlich nicht. Der hat sich natürlich gerade umgedreht. Hat natürlich gehört, dass er ein Magnum am Feuern ist. Und dreht sich auch instant um. So, hier waren wir doch gerade. Hier sind wir doch gerade draufgegangen. Hier saß doch gerade einer in der Ecke. Oh. Ah, diese Magnum aber auch manchmal. So, ich mache jetzt dieses komische Visier darunter. Jetzt wollen wir mal gucken, auf die letzten Kills nochmal eben schnell das Visier runter machen, damit der Schiefrocker 12 da auch nichts mehr zu lachen hat. So, wollen wir mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ich höre schon diese lustige Musik. Die Runde ist dann wohl gleich zu Ende. So, machen wir den Ghost Ring nochmal eben schnell drauf. Versuchen wir damit noch ein bisschen was zu machen. Mit dem Ghost Ring. So, da vorne steht noch einer. Vielleicht klappt das jetzt ja besser. Nein, mit dem Aiming so nicht. Ist hier noch einer? Zack. Oh, wer war das denn? Oh, das war einer von mir mit der M23. Danke an den Roof654. Dankeschön an dich. Mit dem... Das war HE, war das, genau. Ich glaube, viel werden wir hier nicht mehr reißen, wenn die Runde wahrscheinlich auch ganz knapp verlieren. Weil es ganz knapp. Mit gut über 10 Punkten Vorsprung. Ja, warum läufst du... Warum läuft ihr den... Oh, was liegt da denn rein? Bombs, weg damit. Claymores, wollen wir... Was war das denn jetzt schon wieder? Ich habe Selbstmord begangen, ich habe doch gar nichts gemacht. Na gut, Selbstmord macht man auch manchmal dann, wenn man es gar nicht vermutet. Da reicht es ja schon, wenn man einfach über die Straße läuft, ohne zu gucken. Das ist ja dann auch schon Selbstmord. Also immer schön über die Straße gucken, wenn ihr drüber geht. Ich kriege meine 69 Kills jetzt hier nicht mehr hin. Das war auch nicht zu erwarten, glaube ich. Ja, meine lieben Freunde, ein paar Kills bekommen natürlich hier. Auf dem DLC Naval Strike im Modus Pistole Only. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat hier, gebt dem ganzen Video doch einen Daumen hoch oder abonniert. Tut nicht weh, kostet nichts. Also bis zum nächsten Mal. Bis denn dann. Vielen Dank. Tschüssi.